So, Update ist drauf, hat alles wunderbar und einfach funktioniert. Beste Änderung für mich persönlich ist, dass man die Screens jetzt personalisieren kann. Insgesamt 10 Stück. Ich gehe jetzt mal in einen rein, den ich schon ein bisschen verändert habe. Kann man erstmal das Layout wählen, Vollbild, also nur eine Info. Zwei, drei Kacheln, drei Kacheln, aber entweder mit nach oben oder nach unten. Oder vier. Ich persönlich finde immer gut, wenn viele Infos auf einem Bild sind. Dann kann man hier, zur Auswahl steht unter Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maxgeschwindigkeit. Dann unter Tour haben wir Höhe, Strecke, Fahrzeit und Gesamtzeit. Navigation, halt Vollbild, klar. Da kommen wir gleich zu. Fitness, Trittfrequenz, Durchschnittstrittfrequenz, Max etc. System kann man noch ein paar Sachen, wenn man die Reichweite oder sonstigen Sachen angezeigt haben möchte. So, die habe ich mir auch persönlich schon eingerichtet. Einfach nur zwei Stück. Und dann kommen wir hier zur Navigationsfunktion. Dafür öffne ich mal die E-Bike Connect App. So, gehen wir auf Karte. Dann gebe ich jetzt mal einfach Königsdorf. Dann biete mir an, schnell, schön oder Mountainbike. Schön weiß ich, ist hier, fährt man am Aussichtspunkt vorbei. Das ist quasi fast derselbe Weg, außer dass man da ein bisschen schneller ist. Ich nehme jetzt tatsächlich einfach mal die schöne, dann gucken wir, ob irgendwas mal Aussichtspunkt sagt. So, Route an Kiox senden. Das machen wir mal. So, kommen wir zum dritten Versuch im Navi. Erst einmal im Wald, das war ganz gut. Abbiegung kam ein bisschen spät, aber es ging, wenn man weiß, wo man lang muss oder halt bremst und dreht. Das zweite Mal hatte ich echt schlechten Empfang und war sehr weit neben der Strecke und alles. Sobald ich auf normaler Straße war, war es wieder gut. Ich würde sagen, ich versuche es nochmal. Gehen wir hier mal Quarzwerke mal ein. Es wird dann gezeigt, schnell, schön oder Mountainbike. Wir nehmen jetzt Mountainbike, wir wollen nicht auf der Straße fahren. Gut, wird dann Kiosk gesenkt, das klappt. Versuchen wir mal. Das Signal noch relativ gut. Ich muss jetzt hier hoch. Es kommt auch zeitig, dass man es erkennen kann. Aber schauen wir mal, wie das gleich im Wald ist. Auf meinem Handy sind auch alle Einstellungen, also nichts auf Energiesparen oder sonstiges. Wir sind S20 Plus. Na, hier passt tatsächlich jetzt noch alles. Gerade eben bin ich hier neben der Strecke gefahren. Jetzt sieht es besser aus. Danke. Jetzt die Abbiegung kommt auch noch sehr gut. Das passt. Aber wir sind ja auch erst am Anfang des Waldes. Neben der Spurte. Abbiegung. Jetzt ist das Signal immer noch recht gut, gerade eben. Ich weiß, vielleicht lag es auch irgendwo an anderem. Hat das nicht so funktioniert. So, alles in allem, Update ist echt gut. Ging super drauf, hat wunderbar funktioniert. Das mit den Screens finde ich sehr gut, dass man jetzt personalisieren kann und wirklich das drauf machen möchte, was man möchte. Das mit dem Navi finde ich mittel. Also in der Stadt, die Navigation ist ganz okay dann. Im Wald ist GPS halt nicht wirklich das Beste und bringt auch nichts immer zu bremsen, weil man dann rechts oder links gemusst hätte. Wenn man jetzt Hütte XY oder sonst was sucht, okay. Aber für eine richtige Tour damit zu machen, würde ich es nicht benutzen. Ja, dann danke fürs Zusehen und ciao.